Ihr seid hier bei Amelies Rezension und es ist mal wieder Zeit für die Movie News. Seitdem ich das letzte Video dieser Art gemacht habe, ist schon eine ganze Weile vergangen. Es gab ja noch das Video zu Catching Fire, da habe ich aber eigentlich nur so über Filme geredet, die ich geguckt habe und nicht so wirklich über News im Sinne von oh mein Gott, das wird verfilmt oder oh mein Gott, da gibt's einen Trailer. Das führe ich aber heute und jetzt und hier wieder ein und rede über ein paar, ich habe mir hier so einen Zettel gemacht, damit ich auch nichts vergesse, Verfilmungen, die es bald geben wird, die es jetzt gibt, die es was auch immer. Als erstes ist jetzt in Amerika If I Stay von Gail Forman angelaufen. Im Deutschen heißt das, wenn ich bleibe. Ich weiß gerade gar nicht, wann das auf Deutsch rauskommt, aber es ist jetzt angelaufen. Ich finde, der Trailer sah ganz gut aus. Es geht wohl um ein Mädchen, das stirbt und das dann so ein wenig hin und her gerissen ist, dazwischen in die andere Welt überzugehen oder zurückzukehren. Also sie stirbt nicht komplett, sie liegt dann im Koma, weil ihre Familie ist wohl bei dem Unfall gestorben und sie könnte zu ihnen. Andererseits ist da noch dieser Junge, mit dem sie gerade erst zusammengekommen ist, den sie aber irgendwie liebt und Zerrissenheit, Trauer, ja. Also ich finde, der Trailer sieht richtig cool aus. Ich habe schon gehört, dass das Buch nicht so super sein soll. Deshalb werde ich mir den Film aber trotzdem angucken, denn der Trailer sieht richtig cool aus. Könnt ihr ja mal vorbeigucken. Ich werde euch das irgendwo hier verlinken, die Trailer immer. Die Hauptrolle bei dieser Verfilmung spielt übrigens Chloe Moretz. Ganz ähnlich wie auch die Hauptrolle bei Die fünfte Welle. Denn ja, dazu wird es auch einen Film geben. Der wird 2016 leider erst rauskommen, aber ich weiß, dass er definitiv kommen wird, weil Chloe Moretz schon angefangen hat zu trainieren. Ich weiß gar nicht, ob sie angefangen haben zu filmen schon, ich glaube nicht, aber sie hat irgendwie schon ein Foto getweetet oder so, wo sie halt am Trainieren ist. An ihrer Seite werden wir übrigens sehen zwei Schauspieler, die ich überhaupt nicht kenne. Ben Parrish wird gespielt von Nick Robinson und der gute Evan wird gespielt von Alex Rowe. Ich finde die vom Alter her sehr, sehr passend, weil Ben relativ jung aussieht, weil er ist ja genauso alt wie sie, also wie Chloe müsste er eigentlich genauso alt sein. Alex, es sieht ein bisschen älter aus und das passt ja dann zu Evan auch sehr gut. Auch wenn ich das Buch nicht so hammergeil finde, werde ich mir den Film definitiv ansehen. Ich glaube, dass es als Film sogar besser werden könnte als Buch. Also Chloe Moretz ist einfach cool, ich mag sie total, deshalb werde ich mir den Film definitiv ansehen. Dann wird es innerhalb der nächsten Tage, ich weiß gar nicht, wann ich das Video hochladen werde, vielleicht gibt es den Trailer dann auch schon. Falls ja, verlinke ich ihn euch hier irgendwo, von Mockingjay geben. Oh, Mockingjay. Den ersten Trailer, da habe ich auch gar nichts zu gesagt, den fand ich nicht so gut wie die ersten Trailer von Catching Fire und Hunger Games jeweils. Diese anderen Trailer waren immer so, das sind so die besten Trailer, vor allem der von Catching Fire ist so der beste Trailer, den ich kenne. Und der war jetzt gut von Mockingjay, aber er hat mich jetzt auch nicht so richtig von den Socken gehauen. Also ich habe schon da gesessen und mir gedacht, oh mein Gott, ich brauche diesen Film. Aber es war nicht so dieses, weil wie bei Catching Fire, dass ich mir dachte, wie kann etwas so gut sein? Ich freue mich jedenfalls trotzdem. Ich finde, die Bilder sehen auch alle sehr cool aus von der Kostümgestaltung her. Ich finde es richtig cool, dass die Schauspielerin von Game of Thrones und von Tudors, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, dass die da mitspielt und die Cressida spielt, das finde ich richtig, richtig cool. Und ich finde generell, die Schauspieler, die neuen, sehen alle so aus, als würden sie die Rollen sehr, sehr cool spielen. Brienne spielt ja auch mit, also die Schauspielerin von Brienne von Game of Thrones. Wobei Brienne ja wahrscheinlich dann erst im zweiten Mockingjay vorkommt, wenn ich mich nicht sehr täusche. Dann gibt es außerdem einen Trailer, den ersten von 50 Shades of Grey. Ja, ich sag dazu mal kurz, dass ich finde, dass man aus dem Buch in diesem Trailer das Beste rausgeholt hat. Ja, das kann ich sagen, ohne zu lügen. Also der Trailer, ich fand ihn gut. Gut gestaltet. Also gut umgesetzt. Aber ich bin ja kein Freund von dem Buch. Deshalb, ich weiß auch nicht, ob ich mir den Film reinziehe. Vielleicht einfach, um mitreden zu können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den nicht gut finden werde. Dann kommt am 2. Oktober The Giver, Hüter der Erinnerung raus. Das ist eine Verfilmung von einer der ersten Dystopien, wenn ich mich nicht sehr täusche, mit so einem blöden Cover. Deshalb habe ich das Buch auch noch nie gelesen. Aber das neue Cover, das Filmcover, finde ich irgendwie gar nicht so schlecht.
Mal gucken, vielleicht lese ich das Buch dann doch noch. Spielt wohl irgendwo in der Zukunft und keine Ahnung. Keine Ahnung, worum es genau geht. Aber der Trailer sieht richtig cool aus. Werde ich euch auch hier irgendwo verlinken. Bin ich mal gespannt. Dann kommt außerdem am 16. Oktober The Maze Runner. Ja, auf den Film freue ich mich gar nicht mehr so sehr, seit ich das zweite Buch gelesen habe. Aber vor kurzem, sprich vor ein paar Tagen, habe ich angefangen, Teen Wolf zu schauen. Das ist so eine coole Serie, ohne Witz. Ohne Witz. Bei mir war das so, ich habe die ersten vier Folgen oder drei Folgen mal irgendwann geschaut gehabt und mir dann so gedacht, was ist das für ein Schmand? Warum finden das alle gut? Und dann hat jemand, der das genauso sah wie ich, mir dann gesagt, ja, ne, guck mal weiter. Ein paar Tage später bin ich jetzt Mitte Staffel 3. Also ich habe die wirklich hardcore gesuchtet, diese Serie. Es liegt vor allem an Styles. Ich bin so ein Hardcore-Styles-Fan, das glaubt ihr gar nicht. Also, der ist einfach unbeschreiblich. Ich freue mich gerade auch einfach nur so sehr, weil der Schauspieler Dylan O'Brien, der kommt zur Buchmesse. Erstmal in die Schlange stellen und Autogramm holen. Und genau dieser Schauspieler spielt bei The Maze Runner die Hauptrolle. Wahrscheinlich wird dabei sein Charakter nicht ganz so viel Humor haben wie Styles. Egal, ich stelle mir einfach vor, das wäre Styles in einer futuristischen Dystopie-Welt und dann geht das alles. Also die Trailer sehen auch gar nicht schlecht aus. Ich bin mal gespannt, wie sie das alles umsetzen werden und wie das Ende vor allem gestaltet wird. Und ja, 16. Oktober in euren Kalender eintragen. Dann habe ich geschaut, The Fault in Our Stars. Ihr müsst ihn wirklich gucken. Wirklich. Ich war so, dass ich gesagt habe, ja, ich war nicht so der Fan vom Buch. Ich habe lange, lange gewartet, bevor ich den Film geguckt habe. Was eben einfach diesen Grund hat, dass ich von dem Buch nicht so begeistert war wie alle anderen. Und es ist mir auch, um ehrlich zu sein, richtig auf die Nerven gegangen in diesem Zeitraum, dass ständig und überall über Tiffios geredet wurde. Ständig und überall. Aggressionen pur. Als ich jetzt den Film gesehen habe, ich habe ein bisschen Zeit vergehen lassen und mir gedacht, okay, nimmst du ein bisschen Abstand. Und als ich jetzt den Film gesehen habe, der Film ist super, schaut ihn euch an. Die Schauspieler sind toll, die machen ihre Sache so gut. Ich finde den Film viel besser noch als das Buch. Ich finde auch, das Ende ist viel besser gestaltet. Mir hat es ein bisschen gefehlt, dass am Ende ja die Fortsetzung von An Imperial Affliction nicht mehr da drin war. Aber der Film war trotzdem super. Das Wichtigste ist drin. Ansel Elgort ist einfach super als Gus und Shailene Woodley ist auch einfach eine tolle Schauspielerin. Und deshalb kann ich diesen Film empfehlen. Übrigens wird ein weiteres Buch von John Green, Paper Towns, auch verfilmt werden. Dabei spielt der Schauspieler von Isaac, der heißt Rupp Nat-Wolf, spielt dabei die Hauptrolle und der Film wird 2015 erscheinen. Außerdem hat der Film bereits einen Regisseur. Wird auch langsam mal Zeit, wenn der 2015 rauskommen soll, ne? Ja, und dann habe ich auch gesuchtet Outlander. Davon ist übrigens auch schon bekannt gegeben worden, dass es eine zweite Staffel geben wird. Yes! Ich glaube, das war sogar schon direkt nach dem Ausstrahlen der ersten Folge. Ich verlinke euch irgendwo hier mal meine Rezension zum ersten Buch. Ich habe die ersten vier Bücher gelesen. Hier sehe ich es aber so wie bei Game of Thrones. Ich schaue die Serie lieber, als die Bücher zu lesen. Einfach, weil das nicht meine Art von Schreibstil ist. Ich mag halt nicht so Geschichten, wo alles sehr ausführlich beschrieben ist. Sowas schaue ich mir lieber als Serie an. Also das ist als Serie super geil. Ich mochte die Bücher auch total. Werdet ihr in der Rezension auch sehen. Und Jamie und Claire. Ja, die Liebesgeschichte ist einfach so süß. So süß. So süß. Aber jetzt müsste eigentlich, nächste Folge müsste eigentlich mit Randall kommen. Und danach müsste die Hochzeit kommen. Oh, scheiße, Spoiler. Ihr wisst ja nicht, wessen Hochzeit. Red Wedding. Ja, okay, nein, es ist keine Red Wedding-Szene. Weiter geht es damit, dass The Bone Season mittlerweile einen Screenwriter hat. Neben den Produzenten, ich glaube, es sind sogar vier, und den verschiedenen Studios, die da irgendwo involviert sind. Samantha Shannon hat nicht gesagt, wie der heißt, aber sie hat preisgegeben, dass der zweifach Oscar nominiert war. Und das ist ja schon mal ein sehr gutes Zeichen.
Ja, und dann sind die beiden Hauptrollen vergeben worden für die Verfilmung von Jojo Moyes, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ein ganzes halbes Jahr, beziehungsweise Me Before You. Und als ich erfahren habe, wer diese beiden Hauptcharaktere spielen wird, mein Herz ist mir aufgegangen. Die Vereinigung von Panem und Game of Thrones. Und dann auch noch jeweils die bestaussehendsten Personen. Sprich, Emilia Clarke und Sam Claflin. Rauskommen tut er übrigens im August 2015 schon, also wir dürfen gespannt sein. Ja, und dann ist da noch Saphir Blau, ne? Ja, ich habe diesen Film noch nicht gesehen. Das liegt vor allem daran, dass ich mit meinen Freundinnen darüber gesprochen habe, sollen wir uns den ansehen, sollen wir uns den nicht ansehen, und wir irgendwie nicht so der Meinung waren, uns den ansehen zu müssen. Eigentlich wollte ich den ja mit Tanja gucken, aber die ist dann in eine Vorpremiere gegangen. Durch Zufall ist ja eine Karte gekommen, wo die Schauspieler auch waren. Sie fand den Film auch besser als den ersten, aber ich bleibe skeptisch. Ich bleibe skeptisch. Was einfach daran liegt, dass ich es nicht gut finde, dass die beiden in diesem Film Sex haben. Was ja aus dem Trailer hervorgeht, logischerweise. Die Animation von Xemerius. Ja, ich werde den Film bestimmt noch gucken. Irgendwann so, kurz bevor der nicht mehr läuft im Kino oder so. Dann gehe ich da noch rein und gucke ihn mir an. Zur Not alleine. Ich fand den ersten ja auch schon nicht so gut. Und der zweite, als ich den Trailer gesehen habe, war für mich einfach. Und zwar bei dieser Szene, die ich hier irgendwo anspielen werde. Nee, tut mir leid. Passt für mich nicht zum Buch. Passt überhaupt nicht. Finde ich blöd. Finde ich bescheuert. Ganz besonders, wenn man das Ende des zweiten Buches bedenkt. Das lässt Gwen doch noch bescheuerter und dümmer wirken, als sie es im Buch tut. Und ich denke mir auch einfach nur so, Gideon, was bist du für ein Arsch? Und dann ist da ja auch noch die Tatsache, dass die sich gerade mal ein paar Tage kennen und dann direkt. Mir wurde auch schon gesagt, wo ich mir so dachte, was? Dass es im Buch ja auch so wäre, dass sie miteinander schlafen, weil da ist ja diese Szene, wo die in der Vergangenheit sind und Cousine Sofa da ist. Aber nein, einfach nein. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir unten in die Kommentare schreibt, worauf ihr euch am meisten freut. Wenn ihr noch irgendwelche News oder so habt, die jetzt nicht hier drin waren und die irgendwie cool oder interessant sind, schreibt sie bitte auch da rein. Und schreibt mir, wenn ihr Saphir Blau gesehen habt, was ja die meisten bestimmt getan haben, wie ihr es fandet. Kann ich es mir angucken, obwohl ich diese Vorurteile habe? Hattet ihr vielleicht die gleichen Vorurteile und wurdet positiv überrascht? Das wäre natürlich das Optimale, weil dann könnte ich mir vorstellen, mir das dann doch noch anzuschauen und mir zu denken, okay, wenn das, ne? Man hat ja manchmal auch unberechtigt Vorurteile. Okay, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder neue News gibt. Und ich freue mich schon auf sehr viele Filme. Natürlich am aller, 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 allermeisten auf Mockingjay. Liebe Harry. Liebe.